Ich zeige Ihnen jetzt, wie man bei uns ein Benutzerkonto anlegt. Wenig überraschend klicken Sie auf den Button Benutzerkonto anlegen und es öffnet sich dieses Formular. Hier suchen Sie sich einen Benutzernamen aus. Dieser wird klein geschrieben, ansonsten gibt es keine Vorschriften. Weiters geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Das ist jene, an die in weiterer Folge die Verkaufsbestätigungen geschickt werden, beziehungsweise an die auch der Newsletter geht, sofern Sie diesen nicht abbestellen möchten. Weiters suchen Sie sich ein Passwort aus. Auch hier gibt es keine Vorschriften. Das Wichtigste ist, Sie müssen es sich merken. Und in weiterer Folge bitten wir Sie, die AGBs durchzulesen und wenn Sie diese akzeptieren, dieses Häkchen zu setzen. Am Ende gibt es den Aktivierungsbegriff. Diesen bitte eingeben. Auch hier auf die Groß- und Kleinschreibung achten. Und am Ende der Registrierung auf den Button Registrieren klicken. An und für sich haben Sie die Registrierung nun abgeschlossen. In diesem Fall habe ich einen Benutzernamen gewählt, der bereits vergeben ist. Da jeder nur einmal vergeben werden kann, schlägt Ihnen das System einen neuen vor. Wenn Sie diesen akzeptieren, wieder den Aktivierungsbegriff eingeben und auf Registrieren klicken. Nun haben Sie die Registrierung abgeschlossen. Sie sind auch bereits angemeldet. Und am Ende bitten wir Sie, uns noch bekannt zu geben, wie Sie auf uns gekommen sind. Das hilft uns weiter, unsere Aktivitäten zu evaluieren. Danke vielmals für die Registrierung und sollte es Fragen geben, sind wir jederzeit für Sie erreichbar.